Hallo liebe Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind heute in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Und zwar, wie ihr seht, sind wir am Flughafen. Es geht nach Irland und wir wollen uns da ein paar schöne Sachen angucken. Und wir nehmen euch mit dahin. Ihr seid also ganz nah dabei. Wir haben hier auf der Farm ca. 1700 bis 1800 Rinder, kommt so ein bisschen immer auf die Jahreszeit an. Eigentlich nur vier Rassen, das sind auch die Rassen, die wir hauptsächlich vermarkten. Das ist unsere Premium-Rassen, Hereford und Angus, in kleineren Mengen. Und dann der größte Anteil sind Limousin- und Charolais-Rinder. Ja, Ulrich, ich bin ja jetzt zum ersten Mal in Irland. Ja. Und was mir aufgefallen ist, unglaublich viele grüne Wiesen. Irland im Allgemeinen ist ja bekannt als die grüne Insel. Und der Name ist ja auch Programm. Ja, sie macht ja auch alle Ehre. Genau, wir haben hier ein sehr, sehr mildes Klima. Also heute haben wir eigentlich einen typischen Tag. Typisch heute, irischer Tag. Also es hat angefangen mit monsunartigen Regenfällen. Ja. Das sieht man halt auch noch auf dem Boden, dass das wirklich alles noch feucht und nass ist. Und jetzt haben wir wieder die Sonne. Ja. Unsere Rinder kriegen wir, wenn sie relativ jung sind. Teilweise einige Wochen, einige Monate alt. Die bleiben bei uns dann bis zur Schlachtung 24 Monate maximal. Also wir versuchen immer, unsere Rinder mindestens 250 Tage im Jahr auf der Weide zu halten. Das hängt natürlich immer von den Witterungsbedingungen ab. Die restliche Zeit verbringen sie dann im Stall. Die Fütterung ist reine Grasfütterung und wir füttern halt nur zu im Winter Grasilage, die wir auch zukaufen, auch von Bauern aus der Umgebung. Die Fleischqualität ist natürlich ganz stark beeinflusst, gerade durch diese reine Grasfütterung und nicht den Mais zugesetzt, wird das Fett nicht so stark aufgebaut. Das heißt, es ist ein sehr grasiger, sehr fleischiger Geschmack, den man hat. Die Rinder wachsen dadurch langsamer, ja, aber es ist, entwickelt sich viel besser und schmeckt am Ende besser. Die Haltung spielt natürlich auch eine Rolle. Die Rinder haben hier sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Raum und Möglichkeiten. Dann sind sie natürlich glücklich und nur glückliche Rinder geben auch gute Fleischqualität. Eröffnet wurde das wirklich 1910 als kleine Metzgerei in Dublin und die Farm kam dann später dazu und auch heute noch wohnt unser Seniorchef hier auf der Farm. Wir sind hier im Stall. Hier sind die ganzen Rinder, die jetzt wegen des schlechten Wetters immer drin sind. Und wir bekommen jetzt gleich von dem Farmer gezeigt, wie die unterschiedlichen Rassen sich darstellen. Also es gibt hier vier verschiedene Rassen und die will er uns dann gleich auch mal im Detail zeigen. Auf der linken Seite haben wir schon eine von unseren Rassen. Das sind unsere Angus-Rinder. Das ist eine sehr, sehr, ich sage jetzt einfach mal, hochwertige Rasse auch. Die sind eher kompakter, kleiner. Angus-Beef ist ja sehr bekannt. Angus-Beef ist sehr bekannt, genau. Wobei, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr wichtig, das sind halt immer Kreuzungen. Immer Kreuzungen. Ja, das ist also größtenteils Angus, aber man kann sie halt Angus nennen. Ach, hier geht's aber ab, ne? Ja, hier geht's ab, genau. Und wie lange haben die jetzt noch bis zur Schlachtreife? Das kann ich jetzt bei diesem gar nicht sagen, müsste jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2-3 Monate soweit sein. Ja, das kommt immer so ein bisschen aufs Gewicht an, das entscheidet der Farmer dann immer. So ein bisschen Erfahrungswert ist im Ocker. Okay, da kommt wahrscheinlich auf eine Woche oder so. Dann auch. Da kommt es auch auf eine Woche und einen Tag nicht an, richtig. Was mir aufgefallen ist, die sind alle oben auf dem Rücken geschoren. Also die haben da kein Fell mehr drauf. Das hat sicherlich irgendeinen Grund. Das hat einen Grund. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wie sagt man so schön? Natürliche Klimaanlage. Ach, natürlich. So. Genau. Und das ist zum Vorteil der Rinder. Das ist zum Vorteil der Rinder. Das sieht jetzt nicht unbedingt schön aus. Mhm. Aber ich glaube, das interessiert die nicht. Die fühlen sich damit einfach wohler. Es ist jetzt ja so, für das Chilin-Rind, was wir ja von euch bekommen, das kann theoretisch jede Rasse sein hier. Ja, das wird anders ausgewählt. Das ist keine Rasse, sondern das ist ja eine Qualitätsstufe. Genau, Chilin ist unsere Qualitätsstufe. Das hängt jetzt wirklich auch nur damit zusammen, wie kompakt ist das Rind, was für ein Fettgehalt hat das. Ja.
Angus ist eigentlich spezialisiert, auch Skilin zu werden. Karkassengewichte liegen da immer zwischen 140 und 180 Kilo. Das ist das. Das kann man an dem Rind direkt so nicht sehen. Also erst hinterher, wenn es quasi... Genau, hinterher, wenn es geschlafen ist. Wenn ich die Karkasse sehe, muss ich mir die Karkasse angucken. Fleischigkeitsklassen kann ich natürlich vorher schon sehen, ja, dass ich möglichst geraden Rücken habe und nicht einen konkaven oder einen konvexen, also nach oben oder unten gewölbt, sondern möglichst gerade Rücken für Skilin, dass das so auch sein soll. Wie viel Prozent von der ganzen Menge ist dann im Endeffekt dann dieses ausgesuchte, besonders gute? Circa 20%. 20%, also genau. Ein Fünftel gerade mal. Ich kenne man hier auch gut die Ohrmarken, wo dann hinterher lückenlos nachgesehen werden kann, wo die Rinder herkommen, wie die aufgewachsen sind, wo die geschlachtet werden. Das kann man dann hinterher bis zum fertigen Paket nachvollziehen. Da haben wir Andrew. Das ist unser Hauptfarmer hier. Andrew ist Ire natürlich, spricht kein Deutsch. Aber Andrew, what's the job today? Are you happy? Oh yeah, very happy. Sun shining. Sun shining, very busy today? Very busy, yeah. Lots of cattle to check in. Okay. Yeah. So just explain a little bit what's your job, daily job, just in brief, in 30 seconds maximum. Yeah, no, the daily job, we start off the day, feed all the cattle. We go ahead, we herd every pen, every animal, make sure everything's okay. Lots of clean water, lots of food in front of them. Next job is we turn our attention to the new cattle and we process those new cattle and try and settle them into their environment as quickly as we can. Diese Rinder haben wir jetzt eigentlich vor kurzem gekauft. Die sind gestern gekommen, alle neu. Die kommen von verschiedenen Farmen und vom Markt, alle aus Irland und auch von Bauern, kaufen wir die zu. Die werden jetzt hier circa 36 bis 48 Stunden kommen die hier rein, damit die sich ein bisschen beruhigen. Dann werden sie geimpft, werden fotografiert, werden gewogen und kommen dann sozusagen auf die Weide oder in die anderen Stallungen, je nach Wetterlage, weil auch bei Regen schicken wir die natürlich nicht raus. Ne? Das irische Rind, für mich eins der besten Rinder überhaupt. Die Fleischqualität ist absolut top. Es ist Reingras gefüttert, es ist sehr, sehr nah an einer sehr natürlichen Haltung.